Es tut mir leid, dass ich solch schmerzliche Erinnerungen wachrufe. Ich möchte euch helfen und gleichzeitig diesen Träumen, die mich plagen, ein Ende setzen. Hier, nehmt das. Lest diese Schriftrolle, wenn ihr gegen die Sechs kämpft, die dem Mörder eures Vaters dienen, und sie wird euch helfen, euch vor ihrem Zorn beschützen. Also lebt wohl. Vielleicht werden wir uns wieder treffen. Das ist eine Magieschutzformel. Und die sollen wir benutzen, wenn wir gegen die Sechs kämpfen, die dem dienen, der meinen Vater getötet hat. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen Herr der Ringe-mäßig mit den Neuen. Aber ich glaube, das ist dann doch etwas zu weit hergeholt. Und ich könnte eigentlich die Tränke, die ich behalten möchte, auf Jahira umverlagern. So. Genau. Nur die, die ich verkaufen möchte. Mein Dieter Maler hier. Das Autogramm und der Brief. Genau. So, habe ich noch irgendwo Ramsch? Ja. Kannst du Furchtbann lernen? Ja, kannst du. Bringt uns allerdings nicht so viel jetzt. Du Pfeile. Du wieder Schleuderkugeln. Du hast da auf Rüstung, die wir verkaufen müssen. Trägt noch irgendjemand was mit sich rum, was ihm im Weg ist? Nö, eigentlich nicht. Du trägst Zeug, was wir verkaufen wollen. Du trägst die beiden Tränke, die wir verkaufen wollen. Obwohl, Trank der Kälte sollten wir behalten und Feuerschutztrank vielleicht auch. So, der Rest ist okay soweit. Die können wir eigentlich auch verkaufen. Die bringen nämlich gar nichts. So, dann hat sie nämlich etwas mehr Platz im Inventar. Und Khalid hat nur das Zeug zum Verkaufen. Also Khalid und Minsk sind unsere Packesel. Kann ich euch Was wollt behilflich ihr? sein? Gut. So. Dumm, die dumm. Welchen Trank hast du da eigentlich? Violetter Trank. Stärke 25. Ach so. Ja, den will ich nicht verkaufen. Den soll Kalle dem Notfall Ich schlucken. diene der flammenden Oh, Faust! ein Söldner der Flammende. Was machst du hier? Das hier ist am Gebiet. Bist du lebensmüde? Halt, ich bin ein Mitglied der flammenden Faust und verlange, dass ihr euch ausweist. Wir sind Söldner im Dienste von Am. Ihr könnt uns mal. Nein. Wir sind Räuber. Nein. Wir sind eine wilde Horde Tarakes. Also Kreischlinge. Kreisch, Kreisch. Nein. Wir sind Abenteurer. Abenteurer, hä? Passt gut auf euch auf. Hier in der Gegend treiben eine Menge Räuberunwesen. Mein Trupp sucht außerdem nach einem Deserteur. Samuel ist sein Name. Und er soll mit einer Frau unterwegs sein. Auf seinen Kopf ist eine Prämie von 50 Goldmünzen ausgesetzt. Na gut. Gut, dann. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Lebt wohl. Tagebucheintrag? Nö. Ist aber ziemlich mutig von dir, dich so weit in amnisches Gebiet. Also, wir können davon ausgehen, was südlich von Naschkel ist. Hier in dem Gebiet liegt schon auf amnischem Gebiet. Weil im Am. In Naschke selber sind ein Haufen Amwachen unterwegs. Das sagt ja schon einiges darüber aus, dass wir nicht mehr in der Region Baldur's Gate sind. Also in der Region Baldur's Tor. Ja, lasst euch mal zurückfallen. Ja, von unten gebissen werden ist nicht sehr angenehm. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Nur einmal ein bisschen Minsk. Hast du doch Heilzauber? Ja, dann heile. Halt dich selber. Und heil Khalid ein bisschen. Ihr seid nämlich unsere Frontkämpfer. Ihr solltet, wenn möglich, so viel Leben wie möglich haben. So, das Fitzelchen da brauchen wir uns nicht anzusehen.
Wir können nur hier weitergehen. Dann kommt man an eine Felswand. Ja. Hier scheint es dann wieder höher zu gehen. Also hier scheint es in eine Art Schlucht reinzugehen. Vielleicht auch nur in eine Klippe. Oder wie man das auch immer nennt, also eine trockengelegte Bucht. Was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein, wie man es nennen sollte. Und ich weiß, hier war auch wieder irgendwo was versteckt, was man nicht so leicht finden kann. Deswegen sollten wir uns gut umsehen. Also so wie der Ring und der Ankeckpanzer. Aber da Imuel ja ziemlich gute Augen hat, sollten wir per Zufall drüber stolpern oder auch nicht. Dann sind wir enttäuscht von Imuel. So, wir haben den Weg hier. Ich wollte gerade sagen, um den Findling herum, aber das ist ein bisschen zu groß für einen Findling, glaube ich. Findlinge sind ja Felsen, die bisschen, also etwas kleiner als das Ding hier, die etwas besonders aussehen. Wer sich an mein Legend of Grimrock Master Quest LP erinnert, Grimrock könnte ein überdimensionaler Findling sein. Personen bezaubern. Oh. Kannst du Personen bezaubern lernen? Nein. Was? Zauber, die wir nicht lernen können, die auch nicht sonderlich nützlich sind, jetzt wie zum Beispiel Personen bezaubern, die verkaufen wir einfach. So, und ich muss mich mit Kreischlingen rumschlagen. Die können wenigstens ab und zu mal Schriftrollen bei sich tragen. Genau. Ja, so gut wie erledigt. Ja. Genau, und etwas Gold. Infravision, das müsstest du aber lernen können. Nö, auch nicht. Was ist Infravision? Erkenntnis. Ja, warte mal kurz. Achso, du kannst die Infravision schon. Ich weiß nicht, welche Zauberarten sie nicht kann. Das ist Hervorrufung. Sie kann auf jeden Fall nicht das, Beschwörung, genau. Und Bezauberung kann sie auch nicht. Beschwörung und Bezauberung kann sie nicht selber wirken. Da helfen nur Stäbe und Schriftrollen. Ja, das ist das Tolle bei Magiern bestimmter, von bestimmten... Ach, Dings da. Magiern von bestimmten, Zauberschulen, so, genau. Sie können zwar Schriftrollen benutzen von Zaubern, die sie nicht lernen möchten, also die ihrer Schule widersprechen. Das können sie, aber sie wollen die Zauber nicht lernen. Einfach aus Sturheit nicht. Da liegt ein Toter und da ist eine Edeldame. Wie geht's? Wie steht's? Haltet einen Moment inne, edle Herren. Verzeiht mein Aussehen, aber ich laufe jetzt schon seit mehr als einer Woche durch die Wildnis. Ihr müsst mir helfen. Mein Freund ist schwer verwundet und er stirbt, wenn ihm nicht bald jemand zur Hilfe eilt. Bitte helft mir. Wie heißt dieser Freund von euch noch? Er heißt Samuel. Helft ihr mir, meine edle Herren? Doch können wir. Wo steckt dieser Samuel? Da ist er, hier auf dem Boden. Das ist Samuel. Er ist so krank, schluchzt. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Könntet ihr ihn in den freundlichen Arm bringen? Wenn ihr ihn zu Gilana Spiegelstadt im Tempel der Weisheit bringt, würdet ihr ihm helfen. Könntet ihr das bitte tun? Okay, wir bringen Samuel zum Tempel der Weisheit im freundlichen Arm. Danke tausendmal, danke. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn aufhebt. Bringt ihn bitte sofort in den Tempel. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat.
Oh, wir haben einen Gegenstand gewonnen und sie haut einfach ab. Wir haben einer Frau namens Lena versprochen, Samuel zum Tempel in der Weisheit beim freundlichen Arm zu bringen. Und Samuel ist schwer. Das ist die Leiche von Samuel. Ja. Samuel ist also eigentlich schon tot. Aber wie ich bereits sagte, tot ist hier nicht unbedingt tot. So, gucken wir uns mal in der Klippe um, bevor wir da runtergehen. Wir tragen jetzt also einen langsam verwesenden Leichnam mit uns rum. Töten ein paar Dutzend Kreisschlinge. So. Was? Wenn niemand besser geeignet ist. Kalit hebt hier mal das Zeug auf. Edelsteinhalskette, sehr schön. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und dann gucken wir weiter. Wenn er nämlich schon tot ist, brauchen wir uns jetzt nicht so sehr beeilen. Klingt jetzt ein bisschen harsch, aber bis zum freundlichen Arm sind es ein paar Tage. Da wird die eine Stunde mehr oder weniger auch nicht wehtun. Also ja, wir werden Berigost erstmal nur durchqueren dann auf dem Weg zum freundlichen Arm. Noch mehr Kreischlinge. Oh. Das sieht aus, als ob wir ein Kreischlingsnest gefunden haben. Hier liegen nämlich jede Menge tote Leute rum. Das ist nicht so schön. Deswegen räuchern wir die Kreischlinge am besten aus. Und den letzten Kreischling, so. Was wollt ihr? Was? Gut. Dann gucken wir mal, was die so dabei hatten. Schockgriff. Nicht so toll. Das kann Dühner hier, glaube ich, sogar schon. Schlafen kann sie, glaube ich, nicht lernen. Aber wir können es mal versuchen. Das müsste nämlich auch wie Personenbezaubern ein Bezauberungszauber sein. Obwohl der Weichenfan recht mächtig sein kann. Gerade wenn wir einen, genau, Verzauberung bezaubern. Zauberung. 5 Runden pro Stufe, Zeitaufwand 1, 30 Meter Reichweite. Durch diesen Zauber lässt der Magier eine oder mehrere Wesen, außer Untoten und einigen anderen, ausdrücklich von der Wirkung ausgenommenen Wesen in Tiefschlaf versinken. Alle außersonnten Opfer müssen sich innerhalb eines Bereiches von 9 Metern Durchmesser befinden. Die Wesen im Wirkungsbereich müssen einen Rettungswurf um minus 3 Strafpunkten durchführen, um nicht einzuschlafen. Monster mit 4 plus 3 Trefferwürfeln. 4 Trefferwürfel plus 3 Trefferpunkte. Also... Oder mehr werden nicht bezaubert. Das Zentrum der Wirkung wird von Anwendern festgelegt. Trefferwürfeln. Hä? Für Angriffe auf Gegner im Zauberschlaf gelten beträchtliche Zuschläge. Ah ja, also wenn einer schläft, dann kann man ihn viel leichter umboxen. Nur das mit dem 4 plus 3 Trefferwürfel verstehe ich nicht ganz. Also Gegner, die 4 bis... Nee, halt. 4, 7 bis... Schlag mich tot. Viermal. Ach, egal. Du kannst es nicht lernen. Also es ist nutzlos. Und dein Inventar ist voll. Ja. So, hier war das nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es hier irgendwo versteckt wieder mal einen Bereich, wo man etwas finden kann. Aber ich glaube, das war hier unten in dem Gebiet.
Ah, neue Kreisschläge, weil die sind wohl jetzt sauer, dass wir ihr Nest ausgeräuchert haben.